Ihr wisst, was das heißt. Ich habe einen neuen Mitbewohner. Oh, das ist so schwer mit einer Hand. Ah, Auto. Oh, what the fuck? Are you good, bro? Ich werde ihn nämlich einfach verarschen und sagen, dass ich ihn doch nicht hier haben möchte. Yo! Leute, was geht? Willkommen zu einem weiteren Tag aus meinem Leben und aus meiner Wohnung auch. Ja, Leute, wann habe ich das letzte Mal einen Vlog in meiner Wohnung angefangen? War, glaube ich, nicht so lang her, aber schon ein paar Tage, ne? Leute, es hat einen Grund, warum ich hier gerade in meiner Wohnung stehe. Ihr habt es wahrscheinlich schon mitbekommen oder vielleicht habt ihr es auch nicht mitbekommen. Aber heute ist ein sehr besonderer Tag. Ja, und es geht halt auch um die Wohnung, deswegen starte ich hier den Vlog und Leute, ihr wisst, was das heißt. Ich habe einen neuen Mitbewohner, aber... Leute, wir müssen erstmal ins Krankenhaus. Das war jetzt weird, ne? Das war ein komischer Übergang. Auf jeden. Leute, es ist schon 18.45 Uhr. Ich habe heute den ganzen Tag nur Business gemacht. Ah, Mann, aber jetzt habe ich auf jeden Fall viel zu viel Energie. Leute, wir müssen ins Krankenhaus. Meine Oma liegt leider im Krankenhaus. Ich muss euch jetzt einfach mitnehmen. Ich werde da drin aber wahrscheinlich nicht filmen, deswegen keine Ahnung. Aber ich habe ja meinen geilen E-Scooter und ich habe ein paar Leute... unter meinem Video gesehen, die irgendwas kommentiert haben von wegen, yo, du brauchst da auf jeden Fall ein Nummernschild und so weiter. Aber ich habe mich schlau gemacht, wobei ich auch sagen musste, ich wusste es vorher nicht wirklich, wie das da geregelt ist. Nee, aber eigentlich gibt das kein Problem. Gibt das kein Problem und es gibt heute auch kein Deutsch für mich. Ciao. Nein, Leute, Mann! Das Ding fährt unter 20 km/h, daher braucht es diesen Sommer auf jeden Fall keine Zulassung. Soweit ich weiß. Also stand jedenfalls so im Internet, das wurde irgendwie neu beschlossen und so weiter. Nee, aber was ich eigentlich sagen wollte mit dem Ding, kann ich auf jeden Fall easy schnell... Wo soll ich denn das hinstellen? Ich kann das Ding nicht abschließen. Ich wollte sagen, wir mit ins Krankenhaus fahren. Bruder, da gibt's Fahrstühle. Ich nehm's mit. Ich nehm's mit. Das Gute oder was? Mann! Digga, wo ist mein Deutsch, Alter? Checkst du? Nö. Das ist doch viel zu warm, Leute. Ohne Spaß, Alter. We are outside, Leute. Und schaut mal hinter mir, der liebe KTGA-Bus ist am Start. Und ja, es haben mich ein paar gefragt, ey, was ist mit dem Roadtrip? Keine Angst, Leute, der findet auf jeden Fall statt und er wird big und ich hab Bock. Und AJ, hast du auch Bock? Hallo. Ja, ich hab Bock. Ich wollte nur Hallo sagen. Ah ja, hi. Hallo. Mein Baby. Das Ding ist, ich fahre in der Stadt lieber jetzt mit dem Scooter rum, weil man findet einfach immer voll scheiße Parkplätze und keine Ahnung, die Autofahrer kennen das locker. AJ, aber dich habe ich ja heute noch gar nicht so vorgestellt. Was geht ab bei dir? Ja, Leute, wie immer, A to the J, you already know. Genau, und AJ, ich habe gehört, du bist obdachlos für ein paar Sekunden heute oder für ein paar Minuten. Ja, wer sagt dir sowas? Bro, weißt du noch, als wir uns damals gestritten haben? Nie vergessen, nee. Da hast du ja meine Wohnung verlassen und bist ausgezogen, richtig? Richtig. Und ich glaube, irgendwann ist es Zeit, um das wieder zu ändern, oder? Weil wir haben uns jetzt wieder gut verstanden, hatten keinen Streit mehr eine lange Zeit, wir haben abgewartet. Wollen wir es nochmal probieren? Das klingt gerade wie eine Beziehung, Bruder. Was ist los? AJ, wollen wir es nochmal probieren? Aha, okay. Nein, AJ, hast du Bock, wieder einzuziehen bei mir? Ich habe noch ein Zimmer frei. Bin immer, in meiner Wohnung. Und da ist kein AJ dann. Ja, auf jeden. Ja, auf jeden. Wir sind Roommates. Ja, auf jeden. Ja, auf jeden. Fehlen. Ja, fehlen. Okay, Bro, während ich ins Krankenhaus fahre, ich habe übrigens meinen Gucci-Backpack schon gefüllt, weil ich muss meiner Oma ein paar Sachen bringen und so weiter. Wie auch immer, du kannst in der Zwischenzeit, während ich meine Omi besuche, nach Hause und deine Sachen holen, Bruder. Mach ich. Oh, ich habe natürlich in meiner Unterhose immer eine Cam für dich. Du kannst filmen, wie du das machst. Ja, AJ, okay. Ich fahre nämlich jetzt auf jeden Fall mit meinem Scooter los. Aber Digga, erstmal... Perfekt. Sportmodus. You already know. Tschüss, bis gleich. Ciao, ciao. Let's go. Oh, das ist so schwer mit einer Hand. Ah, Auto. Yo, what the fuck? Are you good, bro? Holy shit, man kann gar nicht bremsen mit einer Hand. Aber ich fahre jetzt auf jeden Fall los. Let's go. Leute, ich kann den nicht anschließen, muss ihn aber hier stehen lassen, weil ich den leider nicht mit nach drin nehmen kann. Und ich hoffe, dass er nicht geklaut wird. Okay, Leute, ich gehe jetzt zu meiner Oma. Ich möchte da dann auch nicht filmen, weil ich da ungestört sein möchte und die Zeit mit meiner Oma verbringen möchte. Deswegen könnt ihr ja mal in der Zeit gucken, was der liebe AJ so macht. Yo, peace, Leute, was geht? A to the J. Hat Spaß. Okay, Leute, wie ihr seht, bin ich jetzt hier bei mir zu Hause angekommen und ich werde mir jetzt gleich die Tasche packen. Aber vorher, ihr wisst Bescheid, erstmal die tägliche Banane, Leute. Ich habe immer eine Banane in meiner Bauchtasche. Falls ihr euch fragt, warum ich immer mit der Bauchtasche rumlaufe, ja, da ist immer eine Banane drin. Ich wäre kein AJ, wenn ich die nicht mit einer Hand schälen könnte. Oh, Vorführeffekt, Leute. Die ist wohl leider ein bisschen zermatscht. Digga, bra.
nochmal ein Wassereis hinterher. Okay, Leute, ich pack dann mal meine Bag. Okay, die Tasche ist fertig gepackt. Ich würde sagen, ich frage mal kurz meine Mutter, ob sie damit überhaupt okay ist, wenn ich jetzt wieder zur Artist ziehe. Mama? Ja? Komm mal bitte kurz. Warte. Was denn? Ich habe mir gerade Tasche gepackt. Ich wollte nur Bescheid sagen, dass ich wieder zur Artist ziehe jetzt. Wie jetzt? Wann? Heute? Ja. Und warum sagst du da nichts von? Da weiß ich ja gar nichts von. Ja, ich dachte, es ist okay. Das haben wir ja schon mal gemacht. Du ziehst hin, du ziehst her. Das hättest du ja ruhig mal sagen können vorher. Aber geht? Ja, was soll ich machen? Wenn du meinst, dass es richtig ist, dann mach das. Auf wen? Mach ich. Okay. Kannst du einmal auf... Ja, auf jeden? Ja, auf jeden. Ja, auf jeden, ne? Einziehen. Ja, auf jeden. Einziehen, ne? Ja, auf jeden. Okay, danke. Oh, perfekt, Leute. Meine Mutter hat nichts dagegen. Das heißt, ich würde jetzt, ja, zu Artus. Step. Alright, Leute, ich bin wieder back in meiner Wohnung. AJ ist noch nicht da, aber er hat gerade geklingelt und ihr wisst, wie das ist. Ich muss das natürlich filmen, deswegen habe ich gesagt, ich bin gerade nur auf Toilette. Ich werde ihn nämlich jetzt einfach verarschen und sagen, dass ich ihn doch nicht hier haben möchte. Natürlich möchte ich ihn hier haben. Ich habe hier auch schon den Raum ready gemacht für ihn, dass er direkt da pennen kann. Er hat ein Regal, wo er seine Klamotten reinpacken kann. Er hat noch eine Kommode. Also alles, was das Herz begehrt. Ja. Okay, lassen wir ihn mal rein. Oh, so. Tschüss. Ey, ich muss dir was sagen, ich kann dich leider doch nicht hier pennen lassen und einziehen lassen. Ja. Okay, Digga. Ich kann dich nicht gut pranken, oder? Ja, du stehst in der Cam vor mir und du bist YouTuber und außerdem Artus. Also. Ja, auf jeden, ne, Artus? Ja, auf jeden, ne? Pranker. Also, AJ, das ist dein Room. Falls du Musik hier drin machen willst, hast du direkt so Akustik-Schaumstoffplatten. Digga, lass die Lampe in Ruhe. Mir fällt gerade auf, ich habe hier locker schon ein paar Monate gewohnt, habe noch nie diese Lampe an- und ausgemacht. Mach mal, zieh mal an dem oberen. Oh mein Gott, Transformator. Digga, was war ein Deutsch, Alter? Transformer, nee. Transformer, ja. Ah ja, genau. Das ist auf jeden Fall ein nice Sofa. Die Decke musst du beziehen, bitte. Nicht, dass du mir da drauf pinkelst oder so. Das bringt auch nichts, wenn man dann bezieht, ne? Nicht, dass du mir da drauf kackst. Dünnschiss. Da hast du eine Kommode, da hast du auch noch ein Regal, aber Digga, da sind meine Steuersachen. Du weißt, wie der Hase läuft, nicht anfassen. Man kennt es. Jo, Finding. Okay, Bruder. Okay, mein Freund und Mitbewohner und Kameramann und whatever. Damals, als ich in meine WG gezogen bin mit 14, wo ich bei meinen Eltern ausgezogen bin, Digga, da habe ich am ersten Tag, als ich da eingezogen bin, auch erstmal gemeinsam mit meinem tollen Mitbewohner. Grüße gehen an meinen Mitbewohner. Nee, war echt geil, Digga, muss ich sagen. Also, so, kratzt mir jetzt extra an der Nase, damit es rüberkommt wie eine Lüge, weißt du? Muss ich das jetzt verstehen, oder? Nee, no joke, Alter. Ich vermisse schon ein bisschen diese WG-Zeit, muss ich sagen, aber mich hat es irgendwann hart abgefuckt, weil ich in so einem kleinen Zimmer gewohnt habe mit Hund und dann 9 Stunden zur Schule, dann it was too much. Hier habe ich meinen Space, aber manchmal denke ich mir auch so, Alter, den Raum, wo AJ jetzt pennt, den benutze ich halt wirklich, wirklich nie. Ich will gar nicht wissen, wann ich wirklich das letzte Mal so richtig einen Fußstep da reingesetzt habe. War bestimmt schon 1980. Perfekt. Was ich aber eigentlich sagen wollte, ich hole Essen für uns beide. Hört sich gut an. So, erster Tag, so, du weißt Bescheid, Digga. Das Feeling muss da sein. Wir essen jetzt hier gemeinsam. Ich habe den Scooter, deswegen mache ich es alleine. Ich habe keinen Bock, immer so langsam zu fahren. Ich nehme auch noch die Cam mit. Und nehme euch mit, weil mit dieser großen Kamera. Let's go. Alright, Leute, ich habe einen Döner für uns beide gegettet. Bester Döner in Hildesheim, ihr wisst Bescheid. Am Hauptbahnhof. Boah, ich hoffe, ich komme wirklich heile nach Hause. Und Alter, meine Haare sind echt lang. Ich gehe zum Friseur. Ich hoffe, der Scooter schafft das, aber let's go. Leute, ich habe meinen neuen Mitbewohner, meinen neuen alten Mitbewohner mit einem Döner überrascht. Yay. Beziehungsweise eigentlich wusste er von dem Döner. Wir haben ihn auch schon aufgegessen. So wie du aussiehst, hast du dich hier auch schon eingelebt? Ja. Nicht, dass ich es sonst nicht auch gemacht hätte oder so? Ja, ja, ja. Okay, Leute, wir beide sind wieder vereint. Wir beide wohnen wieder gemeinsam in einer Wohnung. Und Leute, die Daily Vlogs sind back. Ich hoffe, ihr habt Bock drauf. Ich hoffe, euch gefällt es, dass ich wieder Daily Vlogs bringe. Es ist wirklich, wirklich viel Arbeit, weil ich bin auch ein Perfektionist, Leute. AJ kann es bezeugen, oder? Das ist wahr. Ja, auf jeden Fall. Aber ich hoffe, ihr Digga, was war ein Deutsch, Alter? Aber ich hoffe, ihr appreciated das. Lasst auf jeden Fall ein Abo da, wenn ihr keine weiteren Videos verpassen wollt, Leute. Haut auf den Abonnieren-Button, dass du 3 Kilometer wegfliegt. Und dann würde ich sagen, ich bin Artus Reichert. Das war wieder ein weiterer Tag aus meinem Leben. Folgt mir auf Instagram, da ist ich Artus Reichert. Haut rein und tschüss. We've been fighting 9 to 5. Always thought that you'd be by my side.